herzlich willkommen zur Karlsruher Runde hier aus dem Studio 1 von Baden TV. Heute frage ich meine Gäste, kann man gründen lernen? Mit Gründen sind gemeint Unternehmensgründungen und eigentlich so ein bisschen Schwerpunkt Hightech-Unternehmensgründungen. Frau Thurm, haben Sie was mit Hightech zu tun? Ja, definitiv. Ja. Erzählen Sie mal. Im Cyberforum leite ich den Bereich Mentoring und Coaching und Business Angels. Ja. Und im Cyberforum sind wir ein Hightech-Unternehmernetzwerk. Das bedeutet, wir bieten die Plattform hier in der Technologieregion Karlsruhe für die Vernetzung von Hightech-Unternehmen. Ja. Und der Zeitung war zu entnehmen, dass Sie auch was mit Kampfsport zu tun haben in Ihrer Freizeit? Ja, richtig. Ich bin noch Unternehmerin selbst, nebenher, nebenberuflich, genau. Ah, toll, ja. Professor Orestis Terzides, Sie sind neu im Amt und haben einen Lehrstuhl für Entrepreneurship. Was ist denn das überhaupt? Ja, Entrepreneurship ist im Grunde ja die über den Umweg von Amerika im Französischen gründende Form von Unternehmertum. Also Entrepreneur ist das, was Say als Unternehmer bezeichnet hat. Mhm. Und Entrepreneurship ist im Grunde jetzt die Wissenschaft und die Praxis natürlich auch, die aufarbeitet, wie man Unternehmen gründen kann, wie man Gelegenheiten erkennt, wie man sie bewertet, wie man dann in die Umsetzung kommt. Seit wann sind Sie auf diesem Lehrstuhl? Ich mache das seit Oktober 2011. Und was haben Sie für eine Unternehmerausbildung vorher gemacht oder wie läuft das? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, im zarten Alter von 4 Jahren Kraft einer Erbschaft sozusagen Mitunternehmer oder Mitgesellschafter geworden, muss ich mal sagen. Also bin in der Unternehmerfamilie groß geworden und habe dann in meiner Ausbildung allerdings erstmal Naturwissenschaften studiert. Ja. Ich bin Physiker, bin dann zur SAP gekommen, war dort Assistent auch des Vorstandssprechers eine Zeit lang. War dann in der Forschung, genau, von Herrn Kagermann, war dann in der Forschung tätig. Und ich sag mal, in diesem Spektrum habe ich eine Menge gelernt über natürlich Innovationsmanagement im Hochtechnologie-, im Softwarebereich konkret, aber natürlich auch darüber, wie man unternehmerisch handelt. Ich habe auch selbst schon Firmen mitgegründet oder geholfen, sie mitzugründen. Also einmal zum Beispiel in der Konstellation gemeinsam mit SAP und dem KIT. Aber dann eine Firma mit ausgegründet, die Particles GmbH. Man spricht ja oft vom geborenen Unternehmer, aber Sie sind jetzt auf dem Lehrstuhl, das heißt, das kann man auch lernen, oder wie ist das zu verstehen? Ja, das ist eine gute Frage. Also es ist so, der unternehmerische Kernprozess ist ja der, dass man sich einer Gelegenheit gegenüber sieht, die Gelegenheit erkennt, sie bewertet, sie evaluiert, und dann die Chance ergreift und was macht. Ja. Jetzt gibt es natürlich in dem Umfeld gewisse Dinge, die haben etwas zu tun mit einem Willensakt, die haben etwas zu tun mit einem Entschluss, wenn man so möchte. Ja. Und Entschlüsse lernen, da bin ich sehr zögerlich zu sagen, dass man das wirklich jemandem beibringen kann. Man kann allerdings jemanden vorbereiten darauf, man kann ihn entwickeln, dass er überhaupt erstmal sensibel dafür wird, zu verstehen, wie schaue ich denn auf eine Situation so drauf, dass ich wirklich die Gelegenheit dort drin erkenne? Ja, da gibt es schon einen gewissen Blickwinkel, eine gewisse Art, wie man drauf schauen kann. Sowas kann man verstehen. Dann kann man natürlich auch jemanden darin schulen, will ich da auch wieder nicht sagen, aber entwickeln, das ist, glaube ich, das bessere Wort an der Stelle, zu sagen, okay, wenn du es mal erkannt hast, wie bewertest du es denn? Wie kommst du denn zu einer Abschätzung, welche Möglichkeiten, auch welche Risiken in dieser Situation stecken? Und dann gibt es definitiv, glaube ich, eine Praxis und eine Kunst, eine Management Science, wenn man so möchte, mit der man erschließen kann, okay, was sind denn jetzt die ersten Schritte? Wie bildet man so eine Organisation? Wie formt man die? Wie macht man das handwerklich rechtlich, wenn man so sagen kann? An der Stelle, das kann man, glaube ich, wirklich lernen. So dass, also in der Summe, es ist einfach beides. Es gibt sozusagen Elemente, da wäre es naiv, wenn man glauben würde, man kontrolliert sie. Das sind einfach Gelegenheiten, die auftauchen. Auf der anderen Seite, ich sag mal, Aufmerksamkeit darauf richten, das kann man, glaube ich, systematisch entwickeln, möchte ich sagen. Und dann in der Umsetzung kann man, glaube ich, auch viele Dinge lernen, wirklich. Ja. Frau Thurm, wenn bei Ihnen kommen Leute, die wollen Unternehmen gründen und haben Sie das Gefühl, dass Sie noch dazulernen müssen im Großen und Ganzen oder
sagen Sie, die wissen es im Grunde schon alles, ich helfe nur, es durchzuführen. Ja, also ich mache die Erfahrung persönlich, dass eigentlich jeder noch dazulernen muss und dass die meisten auch sich dessen bewusst sind, dass sie auch dazulernen möchten. Letztendlich haben die Gründer unterschiedliche Voraussetzungen. Eben, sie haben einen unterschiedlichen Hintergrund. Manche kommen schon aus Unternehmen und gründen dann ein eigenes Unternehmen. Manche kommen direkt von der Hochschule oder von der Universität. Und das, was Orestes Terzidis gerade genannt hatte mit dem Handwerk, hier setzen wir eigentlich mit dem Cyberforum an, dass sie bei uns wirklich das Handwerkszeug auch lernen können durch erfahrene Unternehmer. Also ich denke, gründen kann man auf jeden Fall lernen, auch durch Erfahrung, durch persönliche Erfahrung und durch die Erfahrung von erfahrenen Unternehmern. Ja. Also Sie bilden aus mit Hilfe von Leuten aus der Praxis. Und wir sind in der Universität, da muss man annehmen, gibt es Lehrbücher, wo das dann steht, wie man das so machen soll? Ja, sagen wir mal so, das ist natürlich eine Sache, wo man ein bisschen Kreativität entfalten muss, dass man sowas gut macht. Ich denke, man kann schon einen gewissen Tiefgang entwickeln. Wir machen ja auch Forschung in diesem Bereich, wo wir uns anschauen, was sind Erfolgsfaktoren oder was sind Voraussetzungen, damit sich Kreativität entfaltet und so. Das kann man schon auch wissenschaftlich ordentlich sich anschauen. Aber natürlich kommt es auch ganz stark darauf an, jetzt nicht nur dieses Orientierungswissen zu vermitteln, sondern möglichst schnell auch Anschauung zu schaffen. Und wenn man noch einen Schritt weiter gehen möchte, auch Erfahrungen zu schaffen. Also das Mindeste ist, dass man jetzt nicht, ich mache es mal konkret an einem Beispiel, wenn Sie jetzt so in einem der klassischen Bücher, Peter Drucker oder Peter Drucker, je nachdem wie man es formulieren möchte, Innovation and Entrepreneurship, Ersterscheinungsjahr 1984, wenn Sie in so einem Klassiker dann lesen, dann finden Sie so einen Begriff wie Incongruity, Inkongruenz oder Inkongruität oder wie immer Sie das nennen möchten und eine Handvoll Beispiele. Ja? Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wenn Sie so einen Begriff einführen, also Inkongruität als Quelle für unternehmerische Gelegenheiten, für Innovationsgelegenheiten, dann kommt es natürlich darauf an, jetzt nicht nur diesen Begriff abstrakt zu formulieren und dann so lehrbuchartig oder enzyklopädieartig da irgendwie vor die Leute zu stellen, sondern zu sagen, okay, jetzt schaut mal in die letzten 5 Jahre mit den Gegenständen, die ihr zu tun habt, wo habt ihr sowas entdeckt? Ja, wo passieren so Dinge, wo meinetwegen ein Medienbruch da ist? Ja? Wo Dinge einfach nicht zusammenpassen? Das ist ja der Grundgedanke, ja? Wo sie so eine leichte Verschiebung haben, wo sie denken, wenn ich jetzt ein bisschen was verändere, trete ich eine Lawine los. Und das ist dann wichtig, dass man solche Dinge identifiziert, quer durch die Banken, elektronischen Personalausweis oder was, iTunes ist im Grunde sowas, ja, wo sie eigentlich noch einen physikalischen Träger hatten für etwas, was eigentlich digital produziert und konsumiert wurde und hatte trotzdem noch so einen Intermediär, der noch physikalisch war, hat überhaupt keinen Sinn gemacht im Grunde in der ganzen Wertschöpfungskette und dann aber genau zu verstehen, was waren denn die Schwierigkeiten bei der Einführung von sowas. Und darauf kommt es an, zu verstehen, so Dinge zu erkennen. Und dann, wenn es gut ist, kann man sogar noch einen Schritt weiter gehen und irgendwie eine Situation, eine pädagogisch begleitete Situation herstellen, bei der die Studenten es selbst entdecken. Das ist dann aber natürlich nicht in der Vorlesung, eher im Seminar, aber das kann man dann auch machen. Wenn Sie jetzt aber im Cyberforum dann erfahrene Unternehmer dahinsetzen und die sollen den Jungen zeigen, wie es geht, und jetzt kommen so völlig neue Dinge auf, Medienbruch oder sowas, ist das nicht eine Gefahr, dass die älteren Unternehmer gar nicht wissen, wovon man da redet? Also in unserem Fall ist es wirklich so, unser Mentorenkreis besteht aus Unternehmern, die selber noch im operativen Geschäft unterwegs sind. Ja. Natürlich aus den Hightech-Branchen mit Fokus auf IT-Software und Webcom und daher sehr nah am Puls sind und die Themen dementsprechend kennen. Erfolgsentscheidend ist dabei das passgenaue Matching, das heißt die Vermittlung, welcher Mentor, welcher erfahrene Unternehmer welchem Unternehmen weiterhelfen kann. Und spielt da in Ihrer Arbeit die Marktforschung eine große Rolle, also dass Sie ständig
mit den jungen Leuten zusammen prüfen, welche Dinge im Moment am Markt gehen und nicht? Oder ist das ein weniger wichtiges Thema? Also spielt auf jeden Fall auch eine wichtige Rolle. Es gibt so klassische Themen, die in den frühen Phasen eine Rolle spielen. Ja. Da geht es natürlich auch um Marktpotenzial, um Wettbewerbsanalysen und so weiter. Ja. Also ist natürlich essentiell, in den frühen Phasen überhaupt den Markt zu kennen, in dem man sich platzieren möchte. Hm. Sie sagten eben, es gibt so klassische Themen, also eines davon ist Marktforschung und was sind die anderen klassischen Themen? Also auf jeden Fall natürlich das Geschäftsmodell an sich, wo es dann auch um die Monetarisierung geht. Wie können denn überhaupt Umsätze verdient und Geld verdient werden? Dann geht es um Markteintrittsstrategien, also Go-to-Market, wo es darum geht, wie kann ich meinen Vertrieb aufsetzen, wie bekomme ich überhaupt die Kunden? Klassischerweise stehen die Unternehmen natürlich auch vor entwicklungstechnischen Herausforderungen, wo es um Produktentwicklung geht. Und hier ist es ganz essentiell, dass die Unternehmen ein Gespür dafür bekommen, was braucht der Kunde. Denn beim Unternehmertum geht es darum, Probleme zu lösen, in Problemlösungen zu denken und nicht aus der Leidenschaft am Entwickeln. Ja, na gut, das ist ein bisschen zweifelhaft. Es gibt ja auch so Tüftler, die haben Sachen erfunden. Kein Mensch dachte, dass, wo man dachte, das braucht niemals jemand und nachher war es dann doch interessant. Ja. Aber im Normalfall ist es natürlich nicht so. Ja. Und nutzen Sie jetzt diese Tatsache, dass das Cyberforum hier solche praktischen Arbeit macht für Ihre universitäre Arbeit? Läuft da was an zur Kooperation? Ist das möglich? Ja, klar. Also es ist natürlich toll, dass es sowas wie das Cyberforum gibt hier im Umfeld. Also das muss ich mal ganz klar sagen. Das ist ja nicht in jedem Umfeld eine so gut organisierte und aufgestellte Situation, wie das hier der Fall ist. Also ich mache Ihnen ein Beispiel. Also jetzt in der Entrepreneurship-Vorlesung ist es immer so, ich habe immer so einen Teil, den ich selbst vortrage, eine klassische Vorlesung. Und dann gibt es aber auch in jeder Vorlesung einen Gastvortrag. Und es war tatsächlich so, der erste Gastvortrag, den ich dann eingeladen hatte, war eine gemeinsame Aktion zwischen dem Center for Entrepreneurship auf dem Campus, ja, und dem Cyberforum, weil ich wollte, dass die Studenten sofort kennenlernen, sie sind auch hier eingebettet in eine Region und in eine Situation, bei der sie sehr schnell Kontakte knüpfen können und auch auf Veranstaltungen gehen können. Es gibt ja eine ganze Fülle von Veranstaltungen, die komplementär ist, die auch anders ist vom Charakter als jetzt so eine Uni-Veranstaltung, wo man einfach andere Impulse bekommt. Ja. Und das war mir eigentlich von vornherein wichtig, dass dieser Brückenschlag auch gemacht wird. Ja, also da haben Sie eigentlich eine besonders gute Voraussetzung hier, denn Cyberforum gibt es ja nur hier. Und natürlich gibt es anderswo auch irgendwelche Gründerinitiativen, aber das ist schon was Größeres. Ja, und Sie sind da ja auch nicht ganz unschuldig, oder? Ja gut, das verhindert. Sag ich mal so. Meine Damen und Herren, jetzt geht's auf mich, jetzt brechen wir ab. Wir machen kurze Pause. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Alles gemein. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie dabei geblieben sind. Wir sprechen heute über die Frage, ob man gründen lernen kann, Unternehmensgründen lernen kann. Und ich habe Frau Thum vom Cyberforum und Herrn Terzides, frisch gebackenen, darf man glaube ich gerade noch sagen, Professor für Entrepreneurship am KIT, Karlsruher Institute of Technology. Und das ist gleich mein nächstes Stichwort, Technologie. Man erwartet natürlich von Ihnen, dass Sie Hightech-Gründer ausbringen, möglichst viele erfolgreiche Unternehmen, so wie das MIT oder die ETH Zürich oder so. Und können Sie dieser Erwartung gerecht werden oder ist das eigentlich ein bisschen zu viel verlangt auf einen Schlag? Naja, da sollte man jetzt, glaube ich, erstmal, wie soll ich sagen, eine sportliche, aber dann auch wieder eine bescheidene Antwort geben. Ja. Also ich denke, das KIT hat schon eine Menge Potenzial. Das muss man wirklich nüchtern sehen. Das KIT hat über 600 Patentfamilien. Das ist, glaube ich, einzigartig in Deutschland. Gut, das kommt durch diese Fusion von Campus Nord, Campus Süd. Aber es ist nun mal so jetzt. Und das zeigt so ein bisschen, was für ein Potenzial da vorliegt. Und es ist jetzt Hochtechnologie natürlich in allen möglichen Schattierungen. Also ich weiß jetzt auch nicht, ob man Verfahrenstechnik und Biofuels, ob das Hochtechnologie ist oder wie man es nennen möchte. Ja. Aber es gibt, sagen wir mal, aus der Ecke sehr interessante Sachen. Es gibt aus der Ecke natürlich Nanotechnologie mit allen möglichen Facetten interessante Dinge. Es gibt eine sehr starke
sehr starken Schwerpunkt zur Optik und Photonik in Karlsruhe. Nicht? Da gibt es interessante Sachen. Und es gibt natürlich auch eine sehr, sehr gute Fakultät für Informatik hier. Und es gibt sehr gute Wirtschaftsinformatiker an der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften. Ja, ja. Also sprich, sie haben ein sehr, sehr breites Spektrum über alle Fakultäten hinweg. Ja. Ich habe jetzt sicher auch einige nicht benannt, die man auch hätte nennen sollen. Maschinenbau meinetwegen nicht. Da gibt es ein paar richtig gute Sachen, die gemacht werden. Und andere Dinge, die ich jetzt vielleicht nicht sage, das ist jetzt keine vollständige Aufzählung. Ja. Aber es gibt ein sehr breites Spektrum, das kann man, glaube ich, sagen. Und ich meine, was kann man jetzt machen mit einem Entrepreneurship-Lehrstuhl? Sie können sensibilisieren, Sie können Netzwerke schaffen, auch innerhalb der Universität. Es gibt jetzt das Exist-Gründerhochschule-Wettbewerb, bei dem wir in der ersten Phase gewonnen haben. Das ist eine zweischreibige Ausschreibungsphase. Und jetzt einen Vollantrag schreiben. Wenn uns das gelingen würde, den durchzubringen, hätten wir natürlich eine interessante Substanz, um dann weiterzukommen. Also Potenzial ist sehr viel da und ich glaube, also da bin ich von meinem Naturell her Unternehmer genug, jetzt erstmal zu sagen, lass uns mal schauen, wie weit wir kommen. Ja, also lass uns mal schauen, was wir davon nehmen. Und Frau Thum, kommen diese Hightech-Forscher bei Ihnen an, die mit ihren Forschungsergebnissen? Ja, also wir sind mittlerweile sehr gut vernetzt, gerade über das CIE, das die Schnittstelle zur Hochschule bildet. Die CIE? CIE ist das Center for Innovation and Entrepreneurship. Aha. Das bedeutet, das ist die Anlaufstelle für potenzielle Gründer auf dem KIT-Campus, wo sich die Studierenden einfach mal unverbindlich informieren können, sich zusammentreffen. Es gibt auch einmal pro Monat das Gründergrillen, wo sie sich einfach informell treffen. Und wenn es dann tiefer in die Gründungsabsicht geht, dann findet hier dann die Schnittstelle statt, dass dann eben Julius Parisius, der im CIE sitzt, uns dann den Kontakt vermittelt und wir dann auch weiter unterstützen im Prozess. Mhm. Wenn nun sehr viele technologiegetriebene Gründer zu Ihnen kommen, dann ist ja wahrscheinlich ein Defizit auf der anderen Seite da, Marketing, kaufmännische Dinge und so weiter. Können Sie da was ausgleichen oder gibt es das gar nicht? Also es ist absolut der Punkt hier in der Region. Also wir sind hier sozusagen im technologischen Luxus. Wir haben das KIT, wir haben das Forschungszentrum Informatik, mehrere Fraunhofer-Institute. Das heißt, wir haben technologisch hochgeniale Köpfe. Der Flaschenhals sozusagen liegt eher auf der unternehmerischen Seite im Business Know-how. Und gerade hier setzen wir auch an mit unseren Services, wo wir eben die Teams begleiten. Zum einen matchen wir komplementäre Teams. Das bedeutet, das optimale Unternehmerteam ist eigentlich so aufgestellt, dass der technologische Part abgedeckt ist, der Marketing- und Vertriebspart und dann auch der Finanzen-Controlling-Part. Hier haben wir Matching-Veranstaltungen, wo sich potenzielle Teams finden können. Und zum anderen gibt es eben auch das Mentoring und Coaching bei uns, wo es dann darum geht, mit Hilfe eines ehrenamtlichen Mentors an die Business-Themen herangeführt zu werden. Ja. Das bedeutet auch, technologische Naturelle können da eben das Business-Know-how sich aneignen. Und akzeptieren Sie auch Frauen als Hightech-Gründer oder geht das nicht? Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Und wo sind Sie? In der Natur ist es leider so, dass es relativ wenige sind. Auch in unserem Mentorenkreis haben wir, glaube ich, aktuell so 5 Mentorinnen, die wirklich hochspannende Köpfe sind. Leider aufgrund der Technologiestudiengänge sind es doch mehr Männer, die bei uns aufschlagen. Aber gerade durch das Defizit in Marketing- und kaufmännischen Bereichen könnte man da echt ganz leicht Arbeitsplätze für weibliche Unternehmer schaffen. Ja, oder? Absolut. Auf den Matching-Veranstaltungen, wo es eben um die Teambildung geht, merken wir auch, es sind definitiv mehr Frauen, die dann eben den komplementären Part abdecken. Ja. Ich würde sogar an der Stelle noch einen draufsetzen wollen. Und zwar, ich glaube, was noch wenig erschlossen ist und wo wir auch drüber nachdenken, wie man da drankommt, ist, es gibt am KIT ja zum Beispiel auch Geistes- und Sozialwissenschaften. Ja. Ja? Und ich glaube, auch dort schlummern eine Menge Talente und eine Menge Perspektiven, wenn ich es mal so sagen soll, die wertvoll sind und die man noch gar nicht richtig erschlossen hat. Und Ähnliches gilt auch für die HFG, nicht? Also für die künstlerischen
also im künstlerischen Bereich aufgestellten Studentinnen und Studenten. Und bei diesen Fakultäten ist es ja in der Regel so, dass sogar mehr Frauen das studieren. Und ich glaube, das sollte man aus zwei Gründen der Diversität, also einmal um eben beide Geschlechter sozusagen da stärker zu beteiligen und zum Zweiten, um auch neue Perspektiven noch mit reinzubringen, auch stimulieren. Und das sind auch Sachen, die wir vorhaben. Apropos neue Perspektiven, Sie haben ja einen Namen, der ein bisschen ausländisch klingt. Und Sie haben ja sicher auch sehr viele ausländische Studenten am KIT. Mhm. Kann man die ermutigen, sich in Deutschland niederzulassen und Unternehmer zu werden? Oder gehen die alle wieder nach Hause? Oder wie ist da der Status? Das gehört zu den Dingen, die man halt jetzt auch prüfen muss. Also was ich jetzt als erstes mal gemacht habe, ist, dass ich die Vorlesung auf Englisch halte, weil einige dieser ausländischen Studenten dann auf mich zukamen und sagten, das wäre super, das jetzt auf Englisch zu machen. Ich glaube, es macht ohnehin Sinn, wenn die Leute das auch, es ist halt die Geschäftssprache heute, die Lingua Franca. Und dann hängt es, glaube ich, von Sachen ab, die jetzt über die Universität hinausgehen. Ob man dann Möglichkeiten schafft, Menschen mit Migrationshintergrund auch Perspektiven zu schaffen. Ja, aber eigentlich würde das als sehr wünschenswert empfinden, wenn man die nicht alle wieder nach Hause schickt, nachdem sie kostbar ausgebildet haben. Also ich glaube, dass so Orte wie Karlsruhe im Grunde auch gut dafür geeignet sind. Ja. Das geht ja bis zurück zur Gründungsgeschichte der Stadt, nicht? Dass es eigentlich immer ein sehr tolerantes, weltoffenes Umfeld war, das für Migranten sehr offen war. Ja. Und es gibt auch Orte in Deutschland, wo das schwieriger ist, sage ich mal. Deshalb heißen die Karlsruhe auch Brigante, weil da eben die ganzen Leute, die woanders nicht so beliebt waren, sind hier zusammengekommen, um es mal vorsichtig zu sagen. Wenn die Frau Thum dann mit Ihnen zu Ihnen kommt, sagt, ja, sie hat Unternehmer, die wollen investieren, junge Firmen, Business Angels, was sagen Sie als Fachmann den Business Angels, auf was müssen Sie achten? Was sind die Eigenschaften einer erfolgreichen Gründung, in die man investieren sollte? Also es gibt ja verschiedene Dimensionen. Es gibt einmal die Dimension des Ansatzes, der Idee, nicht des Produktes oder des Dienstes, der angeboten werden soll. Es gibt die Dimension des Teams, der Personen, die da beteiligt sind. Die Frage habe ich vorhin auch offen gelassen. Wie ist das eigentlich mit der Unternehmerpersönlichkeit? Ist das nur angeboren oder so? Es gibt da Untersuchungen, aber es ist interessant. Es gibt lange Listen, wenn Sie in der Literatur schauen, wo man dann immer denkt, das sind Eigenschaften, die ein Unternehmer haben muss. Am Ende sind es ganz wenige. Nach manchen Quellen sind es sogar nur drei. Nicht? Also es ist Leistungsbereitschaft. Es ist das, was man auf Englisch internal locus of Control nennt, also sozusagen das Gefühl, mein Leben selbst bestimmen zu können, diese Selbstbestimmungsvorstellung. Selbstvertrauen. Genau, ist auch das Selbstvertrauen, dass ich nicht nur von äußeren Kräften sozusagen dominiert werde, und eine gewisse Risikobereitschaft. Ja. Und ansonsten gibt es eine ganz, ganz breite Palette von Charakteren, auch wenn Sie jetzt bei den bekannten Unternehmerpersönlichkeiten, Bill Gates, ein völlig anderer Typ als Ballmer oder als Jobs oder so, oder auch von den Menschen, die man in Deutschland gut kennt. Das sind so verschiedene Persönlichkeiten, dass man da sich schwer tut zu sagen, also an irgendeinem Persönlichkeitsprofil macht sich das fest. Das sind, glaube ich, diese drei Grunddinge, die ganz wichtig sind. Auf die kann man natürlich achten. Also sind es Leute, die wirklich wissen, was sie wollen, die ein gewisses Selbstbewusstsein im gesunden Sinn haben, und die dann auch eine gewisse Risikobereitschaft zeigen. Als Investor muss ich ja eigentlich immer schauen, mich von Risiken fernzuhalten. Mhm. Und jetzt als Unternehmer brauche ich Risikobereitschaft. Wie passt das zusammen? Na, ich glaube, als Venture Capitalist muss ich die Risiken kennen und professionell damit umgehen. Und professionell damit umgehen heißt nicht unbedingt, sie immer wegzudrängen oder zu sagen, ich gehe da nicht rein. Ich muss halt ein Portfolio aufbauen, sodass immer in Summe irgendwas Ordentliches passiert. Aber im Gegenteil, ich glaube, das ist eines der Dinge, die unsere Gesellschaft und besonders unser Finanzsektor nochmal lernen muss, wenn wir wirklich an der Stelle nochmal einen Schub entfachen möchten, wie man richtig mit diesen Risiken umgeht. Ja. Und es ist eine Illusion zu glauben, man könnte Innovationen machen ohne Risiken.
Ja. Das ist ein Oxymoron. Ja, das geht nicht. Ja. Ja. Und ich glaube, die Frage ist eher, wie geht man damit um? Und natürlich, jeder gesunde, normale Mensch vermeidet Risiken, wo er kann. Ja. Aber ich glaube, unternehmerisch handeln bedeutet eben auch, in einer gewissen Situation mal zu sagen, okay, ich sehe das Risiko, ich weiß, dass es da ist, ich mache es jetzt trotzdem. Ja. Und ich achte halt darauf. Ich habe keine Angst davor, bin nicht naiv im Umgang damit. Ja. Aber ich glaube, es lohnt sich, weil wenn man es überkommt, passiert was Interessantes. Ja. Naja. Also das Umgang mit Risiko ist sicherlich ein ganz wichtiges Thema. Nicht nur für die jungen Menschen, sondern auch für die Investoren. Das ist so. Und für Sie war es ja auch ein Risiko, sich einzulassen auf einen neuen Job. Ich nehme an, Sie hatten einen ganz guten Job vorher und waren nicht gezwungen, sich jetzt da zu bewerben. Sie haben sich ja beworben für einen Lehrstuhl, der eigentlich in dieser Form vorher nicht existiert hat. Sie haben es ja echt umorganisiert jetzt. Ja, genau. Also ich sage es mal so, meine persönliche Motivation ist die, ich glaube, zum einen habe ich einen gewissen Hintergrund und Erfahrungsschatz, der mir hilft, das so zu machen, dass den Studenten wirklich, dass die sich wirklich weiterentwickeln können in dem Umfeld. Das Selbstvertrauen habe ich da schon nicht. Und auf der anderen Seite, glaube ich, habe ich auch durch eben eine naturwissenschaftliche Grundausbildung ein solides, also ich bin Physiker, bin promovierter Physiker von meiner Ausbildung her, ein solides Grundverständnis für die Dinge, die auf mich zukommen, auch technisch-wissenschaftlich. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was gerade in so einem Umfeld wie dem KIT wichtig ist. Ja, und also eigene Kenntnisse, aber auch Hilfe zur Selbsthilfe. Genau, Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Und ich denke, meine Hauptmotivation war, dass es ein Stück Zukunftsgestaltung sein kann, hier jungen Menschen zu helfen, interessante neue Wege zu gehen. Und ich glaube, das braucht unsere Gesellschaft, das braucht unser Planet, wenn ich es mal so sagen kann. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich bedanke mich bei Ihnen. Zukunftsgestaltung. Seien Sie wieder dabei. In 14 Tagen gibt es wieder eine Karlsruher Runde. Und bis dahin bedanke ich mich bei Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss.